Deine mentale und emotionale Stärke ist die Grundlage für alles, was du im Leben entweder erreichen oder nicht erreichen wirst. Hier sind 8 Dinge, die Männer schwach wirken lassen. Nummer 1. Du stehst drauf, anderer Leute Hintern zu küssen. Sich bei anderen einzuschmeicheln, um Vorteile zu bekommen, zeugt von Rückgratlosigkeit. Und langfristig wirst du das Gegenteil von dem erreichen, was du vorhast. Besser kommst du, wenn du kontrovers und einigermaßen streitbar unterwegs bist. Das heißt nicht, dass du zanksüchtig oder sogar aggressiv auftrittst, sondern einfach nur, dass du verstehst, deinen Raum einzunehmen. Dein Raum ist dein eigenes Terrain, das du absteckst und das für jedermann sichtbar ist. Verteidigen musst du dieses Terrain jeden Tag aufs Neue. Zweitens. Du forderst keinen Respekt ein und lässt dich herumschubsen. Dieses Symptom ist die Steigerung des Ersten und deutet für andere fast schon an, dass du, gar keinen Lebenswillen mehr hast. Die Natur der Dinge ist es nun mal, dass andere ständig versuchen, dich zu übervorteilen. Sie testen aus, wie weit sie bei dir gehen können und wo bzw. ob sie bei dir auf eine rote Linie stoßen, bei der du einschreitest. Lässt du dich einmal von jemandem respektlos behandeln, dann wird dieser oder diese das immer und immer wieder tun und dich als Lakaien vom Dienst betrachten. Schreite also frühzeitig ein und verhalte dich so, dass der Respekt der anderen dir auch gebührt. Geschenkt bekommst du ihn nämlich nicht. Nummer 3 sind deine Karriere, deine Zukunft und deine Finanzen, die du ignorierst. Leute, die von der Hand in den Mund leben und nicht wissen, wo sie in 2 oder 3 Jahren stehen wollen, werden es immer schwer haben. Überprüfe also deine Leidenschaften und deine Talente und finde heraus, wo du sie am besten zum Markte tragen kannst. Tritt Netzwerken von Gleichgesinnten bei und sammle so viel praktische Erfahrung wie möglich. Punkt Nummer 4. Du bringst Dinge nicht zu Ende. Für Erfolg und Anerkennung gibt es keine Abkürzung und auch keine magischen Zaubertricks. Alles, was zählt, ist, wie du mit Rückschlägen und Widerständen umgehst, wie du sie verarbeitest und wie du aus ihnen lernst also. Wenn du immer wieder Dinge in Angriff nimmst, dann aber beim geringsten Widerstand fallen lässt, dann wird deine Debilität früher oder später für jedermann sichtbar werden. Nur allein Ziele und große Ambitionen zu haben, reicht nicht aus, wenn du nicht hartnäckig und besessen genug bist, sie zur Vollendung zu bringen. Hartnäckigkeit und Zähigkeit sind extrem attraktive Eigenschaften und du wirst haufenweise Vorteile haben, wenn du sie dir zulegst. Die 5. Schwächegewohnheit ist es, Hater zu ernst zu nehmen und beim kleinsten Anzeichen von Kritik impulsiv zu reagieren. Also wenn du ganz unten bist und 0,0 Erfolg hast, wirst du entweder verlacht oder ignoriert. Das ändert sich erst, wenn du auf dem Weg nach oben bist. Dann nämlich sind es oft dieselben Leute, die dich befehden und bekriegen. Die menschliche Natur beinhaltet nun mal nicht nur Liebe, sondern auch Hass. Das ist vollkommen natürlich. Und es ist sozusagen unmenschlich und widernatürlich, Menschen ihren Hass nicht zuzugestehen. Das Leben ist kein Ponyhof und du bist hier auch nicht auf dem Kindergeburtstag. Mir persönlich geben Hater sogar einen kleinen Turn-on, um ehrlich zu sein. Es sind weniger deine Feinde, die du befürchten solltest, sondern eher, falls du keine davon in deinem Leben hast.